Ja, hallo allerseits und herzlich willkommen zum neuen Messer-Review oder vielmehr Unboxing. Der Andy Haas hat ein Pass-Around gestartet, das Ed Mahoney Bushcrafter Bullet Style. Ihr seht es schon hier. Es kommt in der für Ed Mahoney recht typischen Verpackung. War dann hier in so einem, ja, ich sag mal Poppolster dazu. Wie heißen die? Aber da hat schon jemand rumgepoppt drauf. na, der Andi mir am, ja, gestern Sonntag, den, was war da? 10., 11.? Wie viel haben wir denn heute? Ach du dickes Ei. Ich habe da nicht mal mehr Datum im Kopf. Naja, gut, scheiß der Hund drauf. Aber jetzt habe ich's und ich habe beim Andi schon den Prototypen gesehen. Es gibt jetzt übrigens über dieses Video vier Teile von mir. Einmal hier ein Unboxing, Tabletop Review. Dann ein Video, wie es sich in der Küche schlägt oder sagen wir mal ja, beim Schneiden von Gemüse. Ja, Bushcrafter essen ja auch gerne draußen. Und ja, wollen wir auch mal gucken, wie sich das draußen schlägt. Teil Nummer 3 wird sein, wie ich es draußen benutze. Ich werde es natürlich vorm Benutzen auch, also vorm Video vorher schon draußen benutzen, logisch. Und Teil 4, nee, 1, 2, 3, Teil 4 wird der Vergleich mit dem von mir schon bereits reviewten Bushcrafter sein, Pathfinder, Entschuldigung. Und da kommt dann auch das Fazit über das Messer. Und ich mache das Fazit vielleicht. Ne, ich mache das Fazit mit den beiden zusammen. So, kommen wir zum Unboxing und Review. Na gut, Unboxing habe ich ja schon gemacht. Es kommt hier mit einer recht typischen Bushcrafter-Scheide. Normalerweise sind diese Bushcrafter-Scheiden ja so hier flach. Ich zeige das mal anhand des Beispiels des Böker Bushcraft Plus. Hier in der Version von Christoph aka Schnorris 58. Modifizierten Scheide. Ihr seht, da ist durchaus eine Ähnlichkeit. Ja. Hier ist sie flach. Hier ist er schon etwas abgerundet nach oben, das wohl bedeuten soll, oder einen besseren Zugriff auf den Griff ermöglicht. Stellen wir uns mal hier rein. Wie ihr seht, geht ganz gut. Geht schön tief rein. Hier haben wir die Gürtelschlaufe, die man vielleicht ein bisschen eher hier oben anbringen sollen. Vielleicht hier, sodass die hier oben auch für dicke Gürtel, also breite Gürtel geht und wenn man hier oben die Schlaufe enden lässt, dann würde man, sag mal, wenn man sich bückt oder so, vielleicht den Griff nicht in die Hüfte bekommen. Vielleicht ein kleiner Verbesserungstipp an Ed Mahoney. Ed, wenn du zuhörst, mach das bitte. Die Bushcrafter werden es dir danken. So, schicke Lederscheide. Schön genäht, starkes Material, ist durch. Mal gucken, ob man das so zeigen kann und sehen kann. Ist wirklich gut gearbeitet. Also kann man nicht meckern. Ist auch hier, das Leder ist gefärbt. Nur hier hat man da gespart. Ja, da bitte nachbessern, Ed Mahoney. Hier vielleicht auch. Ist optisch okay, aber nun ja. Dann haben wir hier drin. Mal sehen, ob die Kamera das einfängt. Haben wir auch. Von den Nieten innen drin. Ja, leider kann man es trotz der doch recht guten Beleuchtung nicht so wirklich gut sehen. Haben wir innen drin die Nieten. Die untere ist auch zu spüren, was im Prinzip bedeutet, dass je nachdem, wie man die Klinge oder das Messer hier in die Scheide einsteckt, wird das vielleicht Spuren auf dem Messer, respektive hier, so, mal hier rausziehen, hier auf dem Griff hinterlassen, was schade ist. Vielleicht kann Ed Mahoney da nachbessern. Nun gut.
Ansonsten, gut verarbeitete Scheide. Was das jetzt für ein Leder ist, weiß ich nicht. Muss man dran schnuppern. Ich kann jetzt noch nicht mal vom Schnuppern her sagen, ob das echtes Leder ist oder ob das Kunstleder ist. Ich tippe mal auf Kunstleder, aber dennoch, die steht der hier in nichts nach. Aber gut, die hat natürlich auch Schelte bekommen. Ne? Die hier wird jetzt nicht hier reinpassen, aber na, mal gucken. Ne, passt hier nicht rein. So, dann, also Scheide haben wir abgearbeitet. Kommen wir zum Griff. Schwarzes Mikrata, schwarz-grau, mit roten Linern, Full-Tank-Konstruktion, 4 Pins und ein richtig fettes Lanyard-Hole. Also das ist schon nicht schlecht. Guck mal hier, da kriegst du ja 2 Lanyards durch, ne? Also das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist sehr gut gemacht. Das Design ist ein bisschen eigenwillig, das wundert mich allerdings nicht, denn wer den Andy Haas kennt, gut, kennen ist jetzt in meinem Fall ein bisschen euphemistisch gesagt, ich habe ihn jetzt ein paar Mal getroffen, wir schicken uns hin wieder über WhatsApp Sprachnachrichten und so weiter, er ist wirklich ein feiner, feiner Kerl, er hat genauso einen saublöden Humor wie ich. Der hat ein bisschen um die Ecke gedacht, hat sich nicht von dem Jimping-Hype, den viele haben, so wie ich den auch habe, beeindrucken lassen, sondern hat hier so eine kleine Daumenrampe gemacht. Klein ist gut. Die ist für richtig dicke, gute Daumen gedacht, so wie bei mir. Seht ihr? Hier unten haben wir den Fingerguard, der ist klasse. Also hier rutschst du nicht ab an dem Messer. Da kannst du noch so feuchte Finger haben, wie du willst. Du rutschst nicht ab. Haben wir C70 Stahl. Und ein Scandi Grind. Ja. Und ich sag mal, das Design von der Klinge, dass die so nach unten abfällt. Und die fällt zweimal ab. Nämlich einmal. Und hier ist spürbar das zweite Mal. Und die Spitze ist keine richtige Spitze, die ist fast schon abgerundet. Was für mich eigentlich als Bushcraft dann Plus ist, denn im Prinzip brauche ich keine richtige Spitze von einem Messer. An einem Messer beim Bushcraften, für einfache Schnitzaufgaben, Betorning und so weiter, komme ich mal zu etwas, das ist mir neulich mal so im Halbschlaf eingefallen, eine Spitze, die nicht vorhanden ist, die kann auch nicht abbrechen. Oder? Sehe ich das falsch? Nein, sehe ich wahrscheinlich richtig. Nehmen wir eine Schleifkerbe. Gut, neulich habe ich noch über Schleifkerben gemeckert. In der VA für den Stony. Warum man Schleifkerben macht, ja gut. Ne? Vor allen Dingen, wenn sie hier so hochgezogen sind. Ich weiß nicht, ob der Andi das, ich habe das auch nicht mehr in Erinnerung. Vielleicht könnte man die Klinge durchziehen. Das täte dem Messer ja nicht weh. Und dem User sowieso schon mal gar nicht. Ja, rote Liner. Sieht wirklich klasse aus. Hotspots kann ich jetzt noch nicht so erkennen. Passt also in meine 9,5 bis 10 Handschuhgröße. Prima in die Hand. So, und dann kommen wir mal zu den Maßen. Und zwar in Maßen. Klingenstärke ist fast durchgehend bis zur Spitze 3,47 vom Griff selber 19,42 mm. Was schon eine Menge Stoff für einen Griff ist von dieser Größe. Finde ich verdammt gut. Und das Mikata macht. Vielleicht kann man das hören. Macht einen verdammt griffigen Job. Also, da habe ich schon andere Mikata-Griffe. Also,
Eine Karte hat sowieso den Ruf, dass wenn man feuchte Hände hat, dass es sich eher an die Griffeln ansaugt. Ne? Sehe ich auf jeden Fall so. So, dann messen wir mal die verwertbare Klingenlänge. Setzen hier an. Muss halt ein bisschen. So. So, bei. Machen wir mal so. Bei 92,75 mm. Ja, also 9,275 cm. 42A konform. Ist gut. Ist immer gut, wenn man keinen Stress mit dem Gesetz kriegt. Ne? Und jetzt machen wir einen Schärfetest. Out of the box. Und mal einen Push-Cut probieren. Versuch's nochmal an derselben Stelle. Okay, vielleicht was gegen die Faserrichtung. Ist verdammt gut geschärft. Ed Mahoney lässt das in China produzieren. Von wem auch immer. Andi schweigt sich da aus. Darf er wohl nicht sagen. Will er nicht sagen. Keine Ahnung. Vielleicht weiß er es aber auch selber nicht. Ich bin froh, dass ich es in der Hand habe. Es gibt davon im Augenblick 10 Stück in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viel es überhaupt auf der Welt schon gibt. Ob das schon richtig in Serie gegangen ist. Preis, sagte der Andi, liegt so in etwa bei 8 Euro. Im Passaround bin ich, der Christoph, Schnorris, der Sicky, der Howie, ich glaube der Ralf Ralfson auch. Ich hätte das besser im Kopf behalten sollen. Also, au, Gewicht, das ist ja das Wichtigste beim Messer, oder? Fast. Naja, gut, es gibt Wichtigeres als das Gewicht, aber bei Frauen ist das schon wichtig, oder? Scheiße. Das Messer an sich wiegt 196 Gramm. Das ist sehr stolz. Mit der Scheide 252 Gramm. Das ist ordentlich. Das ist aber auch ordentliches Fleisch. Also da wird nicht an Material gespart. C70 Kohlenstahl. Bei der Dicke ist das schon ein anständiges Stück Fleisch. Für den Schnibbelfetischisten. Boah, ich freue mich schon so darauf, mit dem Teil im Wald rumzuasen und zu gucken, ob man damit einen Feuerstahl abziehen kann. Na, habe ich nicht gerade einen Griff bereit? Sieht auf jeden Fall so aus, als könnte der das. Weil, das ist schon verdammt scharf hier. Das ist ein 90 Grad Winkel. Kohlenstoffstahl, der kann das abziehen. So, das war's. Dieses Teil 1 über das Ed Mahoney Bushcrafter Bullet Style. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dem Andi, dass ich das Messer erstmal haben durfte. Ich find's geil. Ich werde mir eins kaufen, wenn es in den Handel kommt. Und ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Ed Mahoney Bushcrafter Video. Das wäre dann das Ed Mahoney in der Küche. Also, tschüss, Madidiot und schwenkt der Hut. Tschüss, hau ab und schwenkt dich ab.